Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, also dieser Antrag ist nichts anderes als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten. Dabei ist es vollkommen egal, was die EU jetzt für Georgien richtig oder falsch empfindet. Die EU-Vertreter haben sich einfach nicht auf die Seite einer bestimmten politischen Strömung in fremden Ländern zu stellen. Georgien entscheidet selbst an der Wahlurne, ob es in die EU geht oder eben nicht. Und die Regierung und das Parlament sind demokratisch gewählt. Aber die EU-Propagandisten diskriminieren das Transparenzgesetz, obwohl dieses Transparenzgesetz vollkommen legal und legitim ist. Und es enthält auch gar keine andere Regelung als wie zum Beispiel in Japan, in den USA oder in Israel. Und es ist das Recht eines Staates zu wissen, wer in seinem Territorium aktiv ist. Und mein Vorredner, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Herr Roth, und andere ausländische EU-Agenten traten auf einer Demonstration in der georgischen Hauptstadt Tiflis auf. Und als Ausländer haben sie dort Propaganda gemacht, lautstark gegen die gewählte Regierung und das gewählte Parlament. Und damit zeigen sie ihr undemokratisches und interventionistisches Gesicht, meine Damen und Herren. Und damit tragen sie im Grunde genommen als Aufwiegler zur Spaltung und zu inneren Konflikten bei. Und der georgische Abgeordnete Irakli Kadagishvili hat das ja eben auch so gesagt. Es gibt einen kollektiven Angriff auf Georgien als unabhängigen Staat. Westliche Politiker kommen, um die Demonstranten zu unterstützen und die Situation zu radikalisieren. Und dabei spielt es eben keine Rolle, zu welchem Zweck Einmischung bleibt Einmischung. Und wohin solche Einmischung führt, das sehen wir eben an der Ukraine. Ohne die Beeinflussung von außen, ohne die ausländische Finanzierung von Maidan und Putsch 2014 hätte sich die Ukraine nie gegen Russland so in Stellung bringen lassen. Wenn sich die EU-Interventionisten jetzt so reinhängen, dann wäre es mal interessant zu wissen, ob nicht schon irgendwo mal wieder eine orange Revolution geplant wird. Oder ob nicht schon mal irgendwo wieder Gelder ausgegeben werden. Gelder fließen für eine bestimmte Einflussnahme. Und das, meine Damen und Herren, das sollte sich mal der Verfassungsschutz anschauen. Die AfD als Friedenspartei lehnt die unipolare, bevormundende und werteexportierende Politik ab. In einer Welt der beginnenden Multipolarität gibt es Länder mit unterschiedlichen Traditionen, Sitten und Werte. Und genau das ist zu respektieren.